Hallo und herzlich willkommen zu Planet Coaster. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr schon sehen könnt, hatte ich was gebaut gehabt. Es gab nämlich ein kleines Problem bei der vorherigen Folge, die ich eigentlich aufnehmen wollte. Und muss es tatsächlich neu machen. So, ich will aber gerne das, was wir schon oder was ich schon gebaut habe, erstmal da stehen lassen. Es ist noch nicht viel gemacht worden, aber ich werde darauf anschließen. Es ist ein Herausforderungsmodus. Unser Park heißt Loman Grace und wir haben natürlich auch ein bisschen Eintrittsgeld oder verlangen Eintrittsgeld. Und ich bin gerade am gucken, wie ich am besten jetzt den Ein- und Ausgang mache. So, das ist so im Grunde jetzt die Erklärung dazu. Deswegen werden wir jetzt nochmal weitermachen. Für viele, die Rollercoaster kennen, die wissen natürlich, was Planet Coaster ist. Ich meine, Planet Coaster dürfte man so oder so kennen. Gleich nachdem ich den Parkeingang irgendwie kopiert bekomme. nein. So, und zwar brauche ich jetzt. Was ist das denn jetzt? Hallo, ich will gerne. Ja. Okay. Gelände abflachen. Was ist das für ein Kack denn jetzt? Ha! Haha, jetzt hat's geklappt. So, den Weg natürlich erstmal auch dahin bauen. Ja. Sieht irgendwie kacke aus. Dann mache ich erstmal ein bisschen was. Ach gut, das sieht wirklich scheiße aus. Also. Nee. Ich mach's nochmal komplett von neu. Also zwar ist es dafür schade, an dem ganzen Stuff, den ich jetzt gemacht habe. Aber ich gehe es tatsächlich ohne Speicher natürlich fortsetzen. Ich werde das komplett von neu anfangen, damit ihr auch alles seht, was ich gemacht habe. Weil erstens durch die ganzen Forschungen ist das Problem aufgetreten, dass ich natürlich dementsprechend Minus mache. Ja. Und ich würde das tatsächlich ein bisschen dann, ja, ne? Ich möchte das gerne ein bisschen handeln. So, Loman Grace, Mittelschwierigkeitsgrad, weil ich mich mit Planet Coaster bzw. Rollercoaster Tycoon 3 immer ein bisschen schwer getan habe, tatsächlich, weil ich immer nur Achterbahnen gebaut habe und man dachte, oh komm, der Rest reicht schon so und ja. So, bevor ich mich irgendwo an irgendeine beschissene Forschung ranmache, werde ich gucken, dass ich diesen Weg hier, also erstmal natürlich den Park schließen, weil den Park brauchen wir jetzt gerade nicht geöffnet. So, den Weg machen wir hier. Den will ich löschen. Hallo? Löschen. Löschen. Machen wir es eben so. Geht auch nicht. Okay. Nein. Nein. Das Ding will ich löschen. Abreißen. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hingebaut bekomme. Aber wahrscheinlich bin ich hier gerade ziemlich falsch. Ich muss wahrscheinlich auf Szenarien. Nee. Gebäude? Nö. Daten Service? Nein. Fahrgeschäfte? Nein. Schienen? Nein. Achterbahn? Nein. Meine Beute? Nein. Auf Terrain? Nein. Es muss also tatsächlich auf. Es muss tatsächlich hier irgendwo sein. Warte mal, Kamera folgt, Kamera folgt. Wegstützen, geborgene Fälle, wegen Bordstein, Terrain. Okay, wie kriege ich jetzt den Weg hier ausgebaut? Will ich ja gar nicht. Das wollte ich doch ja nicht, hey. Winkelausrichtung, nein, Breite. Hoppala, das war jetzt ein bisschen zu breit. Ich glaube, es ist tatsächlich auf 8, ja, das ist tatsächlich 8.
So. Nein. Oh Gott. Jesus. So. Ja. Jetzt muss ich gucken, wo kriege ich diesen verdammten. Ach, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Nein, 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 nein. War das hier? Könnte tatsächlich hier gewesen sein. Yeah, ja, haben wir es doch. Aber das ist so clean. Winkelausrichtung. Nee, das ist das nicht, oder? Nee. Parkeingänge, da haben wir es doch. Parkeingänge würde ich aber gerne was größer machen, das geht aber anscheinend nicht. Ich muss tatsächlich gestehen, dass es ein bisschen dämlich ist. Ja. Tatsächlich finde ich das ein bisschen dämlich. Das sollte der. Boah. Also das wirklich hinzukriegen, dass es gerade ist, alle Achtung. Definitiv falsch. Machen wir das erstmal so. Perfekt. Allerdings hätte ich gerne davon ein das hätte ich aber gerne als Park. Eingang, Parkeingang, Parkeingang? Nee, das hier. Das soll kein Parkeingang sein, das soll ein Parkausgang sein. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay, da gehen wir mal raus. So, da arbeiten. Drehen. Ich will es nur drehen, nur drehen. Hallo, ich will dich drehen. Mensch, was ist denn das jetzt? Erwartet das Verschieben und Drehen. Winkelausrichtung, okay, aber das. Ach, nicht, haben wir es doch. Drehung, nein. Ach Gott. Was ist denn daran so schwer? Hey, komm schon, was ist so schwer? Ach so, der hat es. Okay, dann sind das alle drei. Gut, dann muss ich gucken. Tatsächlich brauche ich noch ein bisschen was vom Weg. Das sieht kacke aus. Nein, komm, weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. So, das machen wir es. Nö, bitte mal. Gebäude abreißen, ich will Gebäude abreißen, ich will die Presse durchjagen, Szenariengebiet, da haben wir es doch. Angeposcht. Okay. Nein. Okay. Da muss ich eben so machen. Und weg damit! So. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich. Tak, 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 tak. Tschakka. So, das dürfte tatsächlich, glaube ich, passen. Okay, lassen wir das einfach mal so. Nee, irgendwie ist das kacke. Das ist kacke irgendwie. Das ist tatsächlich kacke. Weg damit.
Das ist kacke, Mann. Ich verkacke ja schon. Boah, Junge, Junge. So, es waren 80 Meter, ne? Zack. Zack. So, dann hauen wir auf Läden und Servicegeschäfte. Natürlich stellen Eingang rennen. So, und zwar einmal hier. Anscheinend geht das nicht anders. Das ist ein bisschen blöd. Gut, dann machen wir es eben so. Das heißt, die Parkeingänge. Standard pro Gast machen wir. Upa, da machen wir 1 Euro und 50 Cent pro Kind. Jo. Alles dasselbe oder? Ja, perfekt. Mit dem bin ich auch nicht zufrieden. Mit dem bin ich absolut nicht zufrieden. Aber okay. So. Jetzt machen wir mal die Wege, weil es da dann ja weitergeht. Selbstverständlich mal den Weg ein bisschen kleiner. Gehen wir ein bisschen da lang. Dann machen wir das hier mal. Ja, weiter. Warte mal, ich muss das ein bisschen kleiner machen. Machen wir das auch mal 4 Meter. Das dürfte passen. Ja, perfekt. Ups, das wollte ich eigentlich nicht machen. Gut, das sieht ein bisschen kacke aus, aber das erstmal lässt sich damit arbeiten. So. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt hauen wir uns erstmal ein paar Fressbuden rein, beziehungsweise eine Fressbude, die ich gleich erstmal dahin bauen möchte. Oho, tasty. Ist natürlich schon offen und ein Cheeseburger XXL oder XL. Machen wir mal auf 11 Dollar mit Ketchup, Gürkchen, Salat und Käse. Von allem ein bisschen. So, und der Chief Burger hat selbstverständlich Ketchup und Gürkchen ein bisschen. Na komm, Salat machen wir etwas, genau wie Gürkchen. Nehmen wir nicht ein bisschen, ne? So. Dann brauchen wir was zum Trinken. Was haben wir hier für Getränke? Lololo! Ich finde die Geräusche dabei cool. Ich frage mich gerade, ob es nicht schlau wäre, wenn ich die Buden ein bisschen umdrehe. Auf der einen sind die Fressbuden, auf der anderen. Nö! Just do it! Marshmallow, Fatzstücke und Marshmallow. Das lasse ich erstmal so, man kann es später noch ein bisschen anpassen. Selbstverständlich brauche ich eine Toilette. Pff, das geht tatsächlich. Wir wollen aber keine teure, wir wollen eine recht günstige. Das ist soweit die günstigste Toilette. So. Die Toilette lassen wir natürlich günstig. Und zwar keine Kosten. Erste Hilfe brauchen wir noch. Machen wir das. Warte, nee, was ist das günstigere? Das hier. Aber Pirat, das passt absolut nicht dazu. Das passt aber auch genauso wenig. Machen wir erst. Nee, warte, machen wir das anders. Das ist noch ein bisschen schlicht gehalten, aber machen wir erste Hilfe erstmal so. Geldautomaten muss ich erstmal erforschen tatsächlich. Parkeingänge haben wir, Informationen. Ach, da haben wir die Parkeingänge doch, ich Idiot. Ich Idiot. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Ich
Ich will das gerne dazwischen haben. Geht das? War das jetzt richtig oder nicht? Naja, da steht ein bisschen beknackt da drauf. Ist so, wir verkaufen es einfach wieder. Hab ein bisschen Geld verschwendet, aber gut. So, das lassen wir erstmal. Toiletten haben wir, Souvenirläden lassen wir erstmal, weil das bringt mir jetzt gar nichts. Deswegen kümmere ich mich jetzt erstmal um Szenarien, und zwar nämlich Sitzangelegenheiten, denn ohne Sitzplätze funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Oh Gott. Dahin, danke. So, da natürlich da gegenüber ein bisschen hinsetzen, dann ihr, da, dort und hey. Da natürlich Mülltonnen. Mal ohne Mülltonnen könnte es leicht vermüllt werden. Und selbstverständlich Laternen. Da stelle ich eine hier hin. Und ja, dass es mal ein bisschen schnuckelig hell ist in der Nacht. So. Ach, tatsächlich muss ich hier hinten noch was hinstellen. So. Das wäre jetzt erstmal erledigt. Das heißt, wir können uns jetzt mal gerade. Was ist denn das? Okay. Der Spezialeffekt ist noch ein bisschen zu früh. Setzen wir tatsächlich mal ein paar Schneebäume natürlich hin. Paar Bäumchen da hinstellen. Das sieht jetzt nicht berauschend aus, aber hey. Oh, ich sollte ein bisschen sparsamer mit dem Geld umgehen. Gut, das lassen wir erstmal so. Erstmal gucken wir, dass wir ein bisschen Geld reinbekommen. Deswegen lasse ich die. Eröffne ich den Park jetzt. Und hoffe, dass wir schon ein bisschen Geld einnehmen können. Ich brauche dringendst. Ich brauche dringendst. Geld. Ich kann auch Darlehen. Ich nehme erstmal ein Darlehen. Wohl oder übel. Finanzen, Darlehen, füge ein Darlehen hinzu. Dann holen wir uns am besten ein günstiges. Und zwar 1000. Lohnt sich das? Machen wir 2000. 2000. 165 pro Monat. Dann haben wir ein bisschen Spielraum dazwischen. Dann könnte ich nämlich ein bisschen Fahrgeschäfte dazwischen bauen. Wie das hier zum Beispiel. B, das gerade so ist und überdimensional groß ist. Dass man sich denkt, oh Jesus. Dahin und den Ausgang machen wir dann natürlich. Dahin. So, den Eingang. Upala. Muss ich aber noch dementsprechend hinbauen. Machen wir Warteschlangen. Natürlich ein bisschen das hier. Selbstverständlich dann dahin. Den Preis dazu machen wir erstmal Wartung. Erstmal durch die Wartung einstellen. Natürlich erstmal alle 10 Minuten. Da machen wir 20 Minuten raus. Ja, wenn die Hälfte mindestens davon besetzt ist, die Farben lassen wir erstmal so. Finanzen machen wir 3,50 tatsächlich. Kleinen Test starten. Ja, eigentlich funktionieren. Gut, funktioniert. Musik hat das Ganze anscheinend auch schon. Auslösesequenz einstellen. Okay, das lassen wir erstmal. Test beenden. Achso, ich muss es tatsächlich erstmal testen. Okay. Gut, dann machen wir das. Währenddessen gucke ich mal gerade, warum keine Kundschaft hier reinkommt. Denn die Preise zu teuer oder was ist?
Was ist denn das? Ist doch ein Eingangstor. Hab's doch nicht falsch gebaut, oder? Ja, das ist ein Parkeingangstor. Ich weiß ehrlich gesagt das Problem jetzt gerade nicht, warum sie so einen Stress machen. Das macht es aber gerade keinen und es ist gerade mal egal, weil ich muss sowieso noch jemanden einstellen. Den Police Officer. Und den Hausmeister. Sowie tatsächlich schon einen Techniker. Oho. Wartet mal. Parkeingänge, Sicherheitsverwaltung, Spezialeffekte, Übersicht. Gedanken beim Verlassen, ja, es ist aber nicht das, was ich wissen will. Häufigster Gedanke der Leute. Ich weiß echt nicht, warum keiner hier reinkommt. Steht das vielleicht falsch? Ist das vielleicht irgendwie falsch gestellt oder so? Das ist hier vielleicht der Grund, ich weiß es nicht. Ich brauche noch einen Weg. Der wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nee, das machen wir. Könnten Sie mal gerade vielleicht, danke. War das jetzt der richtige Weg? War oder war es nicht? Was haben wir denn dazwischen eigentlich gerade? Okay. War es jetzt richtig oder war es nicht? Und das mit ihm, Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Nein, Spaß. Wir machen ein bisschen länger. Weil Rollercoaster bzw. Planet Coaster ist schon ein großes Spiel und es empfiehlt sich wirklich ein bisschen länger damit zu spielen. Wir werden jetzt aber mal gucken, ob die Kundschaft reinkommt oder nicht. Und dann sehen wir weiter. Jetzt erstmal muss ich gerade das Ding hier betätigen, dass es starten kann. Es hat geöffnet. Und gehen Sie rein. Tatsächlich, tatsächlich. Bravo. Haben die echt so Probleme damit? Really? Naja, gut. Gut, es funktioniert. Die Kundschaft kommt. Wir hören ein bisschen Musik und wir haben natürlich nicht überall Licht. Aber ich weiß aus Rollercoaster Tycoon 3, dass man häufig definitiv die ganzen Bänke hinstellen sollte, weil ja auch natürlich Mülleimer, damit die Kundschaft den Müll wegschmeißen kann oder reinkotzen kann. Kameras brauche ich wahrscheinlich nicht direkt. Bildschirmmontage bringt mir jetzt gerade auch nichts. Requisiten bringen mir eigentlich auch nichts. Kunstformen, ja gut, das lassen wir erstmal. Gut. Ups. Das wollte ich noch nicht machen. Es ist jetzt immer mal gucken, wie viel Geld nehme ich jetzt ein. Naja, wahrscheinlich eh nicht viel, aber trotzdem. noch habe ich einfach ein dickes, fettes Minus. Ah, ich habe das Wichtigste vergessen. Parkverwaltung. Wie viele Menschen sollen erstmal pro Tag reinkommen? Maximale Besucheranzahl machen wir mal 1500. Und jetzt 2000. 2000 ist legit, ist alles in Ordnung. Die Kundschaft kommt, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mein Gott.
Wir werden im nächsten Part definitiv mal gucken, wie wir dann weitermachen. Mit dem Bauen und alles, mit dem Umgestalten. Ich werde auch mal gucken, ob ich es irgendwie zwischenzeitlich mal schaffe, alles umzugestalten. Aber wir haben noch eine riesen Fläche, die wir bebauen können, mehr oder weniger, wie man sieht, die hier. Wir werden gucken, was wir machen. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit Ö. Tschüss.